grüße euch. Es wurde im Forum die Frage gestellt, wie man Transparentpausen auf Layouts bekommt. Das geht natürlich jetzt nicht besonders, wenn ich hier zum Beispiel jetzt ins Obergeschoss gehe, rechte Maustaste als Transparentpause anzeigen, dann sehe ich hier die Transparentpause drunter. Und was natürlich jetzt für eine Plandarstellung wirklich nicht besonders gut ist, dass hier die ganzen Maße auch drin sind. Eigentlich bräuchte ich nur die Geometrie. Das hier ist nur so ein Beispiel, um es zu zeigen. So, ich gehe jetzt mal in die zum Beispiel Einreichplan-Darstellung. Ich gehe mal ins Erdgeschoss. Ich kopiere mir das Erdgeschoss einfach mal runter, indem ich es runterziehe und benenne es um. Nur, dass es einen anderen Namen hat. Also, dass ich es ein bisschen reinhole. Das heißt, ich habe jetzt ein normales Erdgeschoss und ich habe Erdgeschoss transparent. Ich habe natürlich auch ein schönes Obergeschoss. Rechte Maustaste. Neu definieren mit aktuellen Fenstereinstellungen. Erdgeschoss. Neu definieren mit aktuellen Fenstereinstellungen. Das richte ich mir jetzt her. Wenn ich da reingehe, Steuerung L, suche ich mir mal Einreichplanbemaßungen, gib das mal raus, sag hier neu, und aktualisiere das. Okay. Habe ich noch nicht ganz gemacht. Steuerung L. Moment, ich muss mal kurz schauen, wo ich das richtig draufgelegt habe. Da habe ich zu wenig aufgepasst. Allgemeine Bemaßung. Okay. Die Bemaßung natürlich. Steuerung A. Muss dann auch dort sitzen, wo ich sie brauche. Das ist schon klar. Einreichplanbemaßung. Einreichplanbemaßung. Aha, okay. War ich falsch. Rechte Maustaste, Ausschnitteinstellungen. So, wo bin ich? Ebenenkombination. Transparent. Aber ich habe es immer noch nicht ausgeschaltet. Steuerung L, transparent, Einreichplanbemaßung, weg damit und aktualisieren. So, jetzt sehe ich sie hier nicht mehr. Und jetzt mache ich noch etwas. Ich stelle mir die Stifte einfach global um. Optionen, Elementattribute, Stifte und Farben. Dann nehme ich mal alle, suche mir ein schönes Grau, war vielleicht ein bisschen sehr hell, und dann die Umrandungslinien, die wir normalerweise drinnen haben, mache ich dann etwas dunkelgrauer, dass man sie auseinanderkennt. Okay, und speichere das als transparent ab. Okay, auch mit den Beschriftungen müsste ich jetzt aufpassen, dass ich die alle rausnehme in der Einstellung. Ich lasse es jetzt mal so, um es zu zeigen. Rechte Maustaste, neu definieren. So, ich lege jetzt mal das Obergeschoss, rechte Maustaste. Hier sieht man die normale Achika-Transparentpause, die ein bisschen zu viel ist eigentlich für ein Layout. Auf Layout platzieren, da ist natürlich dann die Transparenzfunktion weg. Und ich gehe nochmal zurück, nehme das Erdgeschoss transparent, rechte Maustaste neu definieren, rechte Maustaste auf Layout platzieren. So. Lege ich mal dorthin, wo es hingehört, rechte Maustaste.
Wo habe ich es? Reihenfolge Darstellung in den Hintergrund. Und jetzt habe ich sozusagen so eine selbstgemachte, eingestellte Transparentpause drunter liegen, die mich in der eigentlichen Plandarstellung dann nicht mehr stört. Und ich habe trotzdem noch immer mein ganz normales Erdgeschoss. Rechte Maustaste neu definieren, rechte Maustaste auf der Transparentpause platzieren. Und kann mir das hinlegen, wo ich es brauche. Und man kann das dann schön vergleichen. Gut, es sind einige Schritte notwendig, keine Frage. Mit der Automatik geht es nicht besonders gut, aber ich will ja auch in der Transparentpause dann sehr viele Sachen eigentlich gar nicht haben in der Darstellung. Also ist es wesentlich gescheiter, es auf diese Art zu machen, als wenn man die Transparenzpause, die Archicad liefert, gleich direkt mitnehmen könnte. Man kann es wesentlich besser einstellen. Gut, schöne Tage und schöne Grüße aus Salzburg.